Willkommen zu einem neuen Video Manorlords. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich würde mal bei kleinen Grundstücken vielleicht ein bisschen Hühner machen. Also wenigstens die Eier. Wobei, warte mal, wir könnten auch schon mal mit Waffenproduktion anfangen. Hier, lasst mal hier Schmiede machen. Da können wir Speere und Seitenwaffen herstellen. So, und ansonsten würde ich jetzt diese kleineren Grundstücke eher nutzen für ein bisschen Hühner vielleicht noch, dass das mit den Eiern wenigstens hinhaut. Aber geht gar nicht so viel, haben wir schon überall. Wie viel brauchen wir eigentlich noch? Wir brauchen noch 3 Hofstätten, Stufe 3 für die nächste Stufe. Okay. Deforestation killed berries. Oh, sind die schon alle? Nee. Hier wächst. Krass, Mann. Also hier können wir sogar noch eine dritte Person einstellen. Sogar vielleicht eine vierte. Die schwimmen halt im Bären, ne? Krass. Wie sieht's denn jetzt aus mit Werkzeugen? Okay, also Werkzeuge machen wir langsam Überschuss. Ich tendiere fast dazu noch eine... Ich mach mal noch eine zweite Packstation. Dass wir noch mehr Werkzeuge rüberballern nach Dings. Dass wir noch mehr Werkzeuge rüberbringen nach Bärburg und dann noch mehr Bären reinkriegen. Dass wir wenigstens jetzt das dritte Lebensmittel-Dings mal gesichert haben. Aber zumindest die allgemein Vorräte Nahrung gehen langsam hoch, obwohl wir sehr viel größer geworden sind. Wir sind jetzt schon bei 177 Einwohnern. Immerhin. Schon fertig? Hm. Also, wie orientiert, Stallfläche 1 und 2. Ah. Aber ich habe doch einen zweiten Esel geholt. Ja. Okay, das könnte auch nochmal was bringen. Aber ich baue das jetzt trotzdem schon mal. Vielleicht sollte ich hier auch noch einen Stall hinbauen für den Esel. Ich weiß nicht, ob die hier, wobei das sieht fast so aus, würden die hier eigentlich dann abhängen. Einstellen. Bärburg ist der Partner. Wir senden Werkzeuge und wir erhalten dafür. Könnten auch Fleisch herholen. Aber wir machen es mal Bär. Ich würde mal interessieren, wenn ich ihn Schwerter bringe, was würden wir dann kriegen? Oder Speere? 2-3 sogar, okay. Okay, ich mach's mal Werkzeuge trotzdem. So, und ich order gleich mal noch Esel. Und ich baue hier noch einen Stall hin. Ich bin wirklich ein sehr großer Fan von dem Aufbau hier mit den Kurven und dass mir die Häuser dann noch so schön, das ist toll. Noch cooler wäre es, wenn man hier dann noch ein Haus dazwischen bekommen würde. Wisst ihr, was dann auch so die Form hätte? Aber das ist, glaube ich, zu viel erwartet. Ich muss auch sagen, hier mit dem Hofzugang... Kann ich zumindest sagen. Oh, hier wächst ein Baum. Machen wir mal so hier. Für die Optik. Und genauso hier mache ich auch erstmal einen Weg, der so hier geht. So, und hier werden hoffentlich noch Bäume gepflanzt. Ich glaube, es ist sogar gerade dabei. Ja, Förster pflanzt, sehr gut. Sie pflanzt gerade Bäume hier. So. Na, schauen wir mal, ob jetzt Bären langsam hochgeht oder nicht. So, jetzt fehlt dann auch noch die Taverne, dann könnten wir wieder upgraden. Also Bier brauchen wir jetzt wieder. Gold haben wir 600. Ein bisschen Gerste könnte man ja mal wieder ranholen. Also es ist eingestellt. Der betreibt gerade einen Marktstand, oder? Vielleicht deswegen. Oder wir brauchen... Habe ich das deaktiviert? Eigentlich nicht. Ich gehe mal auf 20. Gerste. So, aber damit ihr es auch mal nachvollziehen könnt, ne? Ich bin jetzt hier auf der Packstation. Jetzt seht ihr, wie die sich bewegen, die NPCs. Ich mach einfach mal kurz mal ein bisschen schneller. Darf das verschieben werden lassen? Garnisonsturm ist ready. Ne, wir können jetzt wieder Steuern machen, wenn wir wollen. Ich muss sagen, so ohne Mauer hat auch was, ne? Das sieht jetzt so hier aus, auch cool. Das ist halt, wie gesagt, meine große Hoffnung ist ja dann, wenn man dann Stufe 3 erreicht hat, dass man dann später auch Steingebäude bauen kann und so richtig aus Gemäuer, Steingemäuer und so ein Stuff. Also ich denke, ziemlich sicher, dass das kommt. So, wie sieht das aus? Bären? 45. Okay, also ich glaube, das läuft.
Ich glaube, das läuft mit den Packstationen. Ja, hier kommt er auch gerade wieder. Person. Ja, die sind auch gerade hier. Der eine ist wohl ein bisschen komisch gelaufen. Also der hier, der Jakob, der ist, anstatt hier durch den Wald zu gehen, den Weg, den ich extra angelegt habe. Ich kann es auch mal hier zeigen, dann sieht man es. Hier habe ich extra einen Weg gemacht. Ist ja, glaube ich, so gelaufen hier. Also, die wird's einen Umweg. Aber vielleicht hat er Angst im Wald. Das kann auch sein. So, und dann müsst ihr denen jetzt Werkzeuge geben. Im Bärenfurt und wir gegen Bären. Jetzt müssen wir nur noch wieder Gerste reinkriegen, durch einen Trade, dann Bier herstellen. Wir haben Gerste sogar bekommen, sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein Zeitfenster, wo wir pushen können, sobald die Taverne bedient wird. Ich weiß nicht, ob ich die da gerade rausgenommen habe. Nö. Bier. Wir haben auf jeden Fall Malz und das wird verarbeitet. Also ja, haben wir. Übrigens, die Schmiede ist fertiggestellt worden. Wie viele Eisenbarren haben wir? 10. Dann, oh, wir stellen schon Seitenwaffen her. Mach erstmal Sperre, bitte. Ich glaube aber, für Sperrträger brauchen wir auch noch diese großen Schilde, ne? Das heißt, wir brauchen irgendwo einen Hof. Ich habe, glaube ich, jetzt überall. Ich wollte mal irgendeinen Hühnerhof vielleicht nehmen. Wir haben 42 Eier, Alter. Nehmen wir mal den hier und machen hier Schreinerei. Dann können wir große Schilde herstellen. So, okay. Sind auch irgendwie einige. Oh, hier ist ein Baum entstanden jetzt. Dank Förster. Let's go. Das meine ich. Das ist wichtig, sowas. Und hier auch, guckt mal. Das sieht doch so. Oh, toll. Schaut mal. Das funktioniert doch super. Ich finde das irgendwie auch ganz lustig, dass es random ist. Nee, weil ich sagen wollte, es sind irgendwie ganz schön viele Markstände jetzt hier schon entstanden. Aber wir haben hier noch 20 Slots. Der ist voll. Nur vielleicht kann ich hier auch noch ein paar hinsetzen, wenn man nicht will. Oh, du bist wieder kleiner geworden. Ich hab ihn so sehr gelobt, dass er sich gestresst gefühlt hat. Wir müssen nur aufpassen, nicht, dass die Holzfällerlager die fällen. Ich mach mal einen Arbeitsbereich für die Holzfällerlager, dass das nicht passiert. Die Bären wachsen ja trotzdem, ne? Also von daher, ich mach mal so Holzfällerlager. Geht's nur darum, dass in der Innenstadt keine Bäume gefällt werden. Erweitert das Bereich. Hier sollten wir nicht mehr fällen. Guck mal, der Jäger hier. Das ist, hier war mal übelst dichter Wald überall. Ich mach's mal so. Jetzt müssen wir mit dem Förster mal ein bisschen aktiver werden wieder hier. Nochmal so hier. Okay, das sieht gut aus. Nö. Irgendeiner hat hier einen Baum gefällt. Ich werd verrückt. Ich blick gerade ganz Zeit, ob ich den Busch wegmache. Ja. Oh. So, mal hier beim Herrenhaus entstehen jetzt auch wieder Bäume. Das ist halt auch schön. Wie sieht das Lebensmittellager aus? Oh, das sollten wir mal upgraden. Auch für die Optik, aber auch, dass wir mehr Platz haben. So, Tischlerei ist fertig. Dann große Schilde herstellen. Okay, Leute, das heißt, wir kriegen jetzt bald noch mehr Sperrmiliz dazu. Das ist auch schon mal gut. Ey, ich werde auf jeden Fall hier auch noch für Platz sorgen, dass wir hier auch noch so Häuser hinbekommen, dann Stufe 3 Häuser. Ach ja, Taverne. Oder? Also jetzt, ah, nee, Bier ist gedeckt. Verbesserung Stufe 3. Los geht's. Verbesserung Stufe 3. Los geht's. Überall, wo es geht, am besten gleich triggern. Wir müssen nur gucken, dass das Geld reicht. Aber ich meine, die Ressourcen müssen ja auch reichen. Wenn wir das haben, haben wir mittlere Stadt erreicht. So, also hier die ganzen Häuser hier, ne? Die werden jetzt alle auf Stufe 3 gebracht. Genauso hier wird der große Speicher gebaut. Wir haben auch 4 Bauarbeiterfamilien, also das wird jetzt nicht so ewig dauern. Das wird sich jetzt gleich nochmal massiv ändern, das Bild. Oh Mann, ey. Krass. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da noch ein bisschen umzumodeln. Haha, schaut mal.
Und hier auch schon schön. Von hier sehen wir sogar, guckt mal da. Theoretisch kann man die auch voll zusammenhängend machen. Aber ich finde, das hat auch irgendwas Reizendes. Dass unsere Handelsroute, dass die hier so schön durch den Wald durchgeht. Es ist so, hat ein bisschen was Märchenhaftes. Und hier müssen wir halt dann auch noch irgendwas machen. Aber vielleicht mache ich hier dann Stufe 2 Häuser oder so. Mal gucken. Es ist schon echt krass, wie schön man auch in diesem Spiel bauen kann. Einfach dadurch, dass man alles mit Kurven machen kann und auch anpassen kann und so weiter, hat man halt schon sehr viele Optionen. Wenn man das jetzt auch mal mit einem Farbes Frontier vergleicht und mit einem Anno oder sowas. Schon geil. So, Lebensmittel, 10 Monate, Brennstoff 9 Monate. Wir decken das gerade ab, unsere drei Bedürfnisse durch Gemüse, Beeren und Eier. Ist krass, was die Gemüsehöfe bringen. Wir haben keinen Platz für Lagerkammer, also für Waffen. Können sie aber rüberbringen. Aber wir haben zu wenig, die es abholen, hä? Wobei, hier haben wir 4, aber die betreiben ja doch alle einen Markt. Aber ich meine, es sind ja Familien. Ich hau mal hier noch eine rein. Sonst muss ich hier noch ein Lagerhaus hinsetzen. So, bringen die den Holzstamm weg? Sehr schön. Lass mal gucken. Warum geht das nicht? Jetzt überlege ich nur. Wartet mal einen Moment. Ich glaube, ich fände es cool. Das würde ich hier auch machen. Ich würde es, glaube ich, so machen. Jetzt. Ist halt sehr eng. Ich würde es mir einfach mal gucken, wie es aussieht. Wir werden es ja sehen. Bauen einfach mal. Nur fürs Leichte an, dass wir weg. Wobei ich nicht weiß, ob ich die auch Stufe 3 mache. Vielleicht mache ich die noch Stufe 2, die Häuser. Die Toilette hier. Das durchs Gemüsefeld. Wird gleich ordentlich gedüngt hier, ne? Ey, dass dieser Baum da jetzt liegt noch, ne? Ich probiere es mal. Let's go. Ich würde tatsächlich einen Schrein platzieren. Erstmal. Aber so rum. Also. Guck mal, ich auch nochmal überlegen. Ah ne, das ist erstmal gut, wenn es so mittig ist. Ja, so macht sich gut hier. Wobei ich sehe gerade, der ist beidseitig. Okay. Mensch, das hat ja bald richtig was von dem Marktplatz hier. Also, ein bisschen. Schöne Pflasterstein. Hier ist die Taverne, dann die Steinkirche, das Herrenhaus. Brauchen keine Mauer als Lord. Ich sehe auch gerade, wir haben gar kein Steueramt gerade, ne? Deswegen sind die alle so glücklich. Oh, Siedlungsstufe erhöht. Let's go. So, also wir können jetzt theoretisch skillen, dass wir die Schachtminen hier, das Eisen, unendlich abbauen können. Da. Aber wir haben noch 1700 drin, sehe ich gerade. Können wir vielleicht sogar sagen, dass wir auch Schafe gehen. Wann haben wir die nächste Stufe? Noch 5, Stufe 3. Dann können wir sogar machen, wir holen trotzdem Schachtmine und wir gehen auf Schafe. So, aber es sieht jetzt erstmal so hier aus. Ja, wir müssen irgendwann auch noch ganz groß Krieg führen, ne? Ach ja, halt, stopp. Ist die Schreinerei, habe ich die schon eingestellt? Ich glaube schon, ne? Oder Tischlerei. Ja, machen große Schilde. Wir haben 3 große Schilde. 0 Sperre. Ich gehe davon aus, dass die instant... Wir sind bei 17, wir waren bei 14. Also wir haben schon 3 Sperrmiliz mehr mittlerweile. Wie können wir ihn hier noch reinstecken? Oh.
glaube, wir brauchen noch ein paar Rennöfen. Aber wir haben auch gar keine Manpower gerade. Aber wir können das auf jeden Fall noch massiv pushen, Arne. Aber das, was ich halt so toll finde, ist, wenn man so guckt, sehen wir sogar Bärenburg. Im Hintergrund, da, hinterm Wald. So, und hier wachsen ja gerade überall wieder Bäume. Also es ist, Bäume machen ja alles hübscher. Das ist cool. Hat sich schon ganz gut entwickelt, will ich meinen. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Zufriedenheit 100%. Wir haben 194 Einwohner. Wir haben 63 Familien. Und ja, stimmt, wir bauen hier gerade. Hier überall bauen wir gerade neue Häuser. Sogar ziemlich eng diesmal. Und werden die dann wahrscheinlich auch zu T3 upgraden, sobald möglich. Ein Banditenlager entdeckt. Ey, das Ding ist nämlich, Leute. Dann haben wir hier eins. Moment mal eben. Ich wollte gerade sagen, weil hier die Krone drüber war, ich dachte schon, das ist ein üppiges Banditenlager, aber ist es nicht. Das ist nur dahinter, ist ein üppiges Eisenvorkommen. Okay. Ich würde mal eben ein paar Leute losschicken, denn wir brauchen 2000 Einfluss, um Hof... Ich sehe es nicht, wie die ganzen Bullen auf dieses Gebiet hier auf jeden Fall, um das einzunehmen. Und wir hätten ja großes Interesse, weil... Das ist die Gerstefruchtbarkeit bei uns im Gebiet. Und das ist die Gerstefruchtbarkeit in dem Gebiet. Das einzige Problem daran ist nur, dass dieses Gebiet ist gelb. Also das gehört ihm hier, Hildebold. Ne? Also wir erklären dann wahrscheinlich ihm den Krieg. Aber das werden wir heute wahrscheinlich machen. Davor will ich eigentlich nur noch meine Sperrmiliz voll bekommen. Was kein Problem ist, weil wir jetzt bald anfangen, hier die Abbaugrube immer weiter Eisen abzubauen, Eisenbahn draus machen und dann hier irgendwann mit die Schmiede. Wenn die fertig ist, machen wir dann hier Speere, Schilde stellen wir schon große her, und dann, ja. Ich meine, Bogenschützen haben wir schon relativ viele, aber ich hätte gerne wenigstens eine Sperrmiliz, hätte ich noch komplett voll. Und dann würde ich wahrscheinlich hier drauf gehen. So, lass mal das Banditenlager platt machen, weil dann, wir brauchen 2000 Einfluss. Jetzt überlege ich nur, will ich alle losschicken, weil eigentlich können wir die Manpower auch andersweitig gebrauchen. Ich mach mal... Eigentlich reicht das. Ein Trupp Bogenschützen und Sperrmiliz reicht eigentlich aus. Wir müssen jetzt nicht alle losschicken für das Banditenlager. So, sammelt euch mal. So, und übrigens, mir ist eine Sache aufgefallen. Ich habe nämlich mal vorhin heimlich ein bisschen in Ruhe einfach nur mir eine Übersicht verschafft. Ich weiß nicht, wann ich das eingestellt habe. Aber schaut mal hier. Handel. Essen. Ich habe unbegrenzter Handel eingestellt bei Fleisch, Bären. Gewünschter Überschuss 0. Das bedeutet... Sobald wir über Null haben, verkaufen wir. Ich mache mir hier keinen Handel. Ich kann mir das nur so erklären, dass ich vor einigen Videos da irgendwie Mist gemacht habe. Nahrung sieht eigentlich sogar okay aus, aber weil wir ganz viel Gemüse und Eier haben. Aber jetzt sollten auch Bären hochgehen. Also vor allem Bären, vielleicht auch ein bisschen. So, Brennstoff müssen wir dann mal langsam gucken, wobei wir Brennstoff ja mittlerweile Kohle herstellen. Also wir machen quasi aus Holz Brennholz und dann aus Brennholz Holzkohle. Und das ist halt dann doppelt so effektiv genutzt, das Holz, ne? So, und die sind ja gerade die ganze Zeit schon dabei, hier weiter abzugraden. Krass, wir haben 4 Familien über, das ist auch sehr gut. Nahrung müsste jetzt eigentlich übelst nach oben pushen. Bären eigentlich auch. Schau mal eben, wie es hier gerade aussieht. Wir sind 4 Leute eingestellt und das Ding ist trotzdem nicht leer. Weil wir haben zusätzlich noch geskillt, dass wir hier doppelt so viel... Bärenbüsche, also die Bärenbüsche doppelt so viel Bären tragen. Ja. So, meine Lieblingsstelle am Fluss hier, sehr schön. Oh! Oh! Beamlinghausen, nächste Stufe erreicht. Wir haben maximale Siedlungsstufe erreicht, Leute. Wir haben große Stadt erreicht. Okay, und wir haben 2 Skillpunkte. Wir können dann schon mal Schachtminen eigentlich skillen. Denke ich zumindest, dass ich das machen werde. Aber eigentlich lohnt sich das erst, sobald das Vorkommen halbwegs abgebaut ist hier. Sehe ich irgendwie, wie viel Eisen wir noch haben? Ich glaube, wenn ich hier drauf gehe... Übrigens, ja, wir haben noch 1700 Eisen, dann ist alles gut. Hey, wisst ihr, was krass ist? Wir haben ja hier sogar ein üppiges Lehmvorkommen. Das heißt, das kriegen wir dann auch unendlich, das Lehm. Und daraus, das können wir ja auch noch verkaufen, ne? Oder tauschen damit oder so, theoretisch.
So, die sind immer noch unterwegs. So, aber wir haben das Szenario erst gewonnen, wenn ich das richtig verstanden habe übrigens, wenn wir die gelben Gebiete eingenommen haben. Ich weiß nicht, ob wir ihn komplett platt machen müssen, aber ja, irgendwie so. Also wir müssen dann noch gegen ein richtiges anderes Königreich Krieg führen. Ich weiß nicht, ist kein Königreich, aber gegen ein anderes Reich auf jeden Fall. Feuer frei. Bei euch mache ich standhaft. Hit, 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 hit. Geht los. Das ist halt auch süß, ne? Wie sie nicht auf die Idee kommen, so zu laufen auf die Bogenschützen. Aber ich meine, machen können sie eh nichts. Ich liebe es, wenn die da rumbrüllen, Alter. So, Woody, hätten wir... Würde ich meine Schatzkammer holen. So. Und jetzt machen wir noch hier hin. So, die kommen von da. So, geht los. Ey, hätten wir alle drei Bogenschützen Einheiten mitgenommen. Also hätten wir dreifache Feuerpower, dann würden die, glaube ich, nicht mehr rankommen. Aber ja, die KI ist halt echt noch super rudimentär, so, ne? Aber ist jetzt so. Ich bin erstmal froh, dass es überhaupt halbwegs cool funktioniert irgendwie. So, noch ein paar Pfeile in der, genau, richtig so. Und wir haben über 2000 Einfluss, Leute. Und neue Familie eingezogen, sehr cool. So, Bogenschützen würde ich mal wieder nach Hause schicken. Also wir haben jetzt genug Einflusspunkte, damit wir die Region hier einnehmen können. Ich werde es aber noch nicht machen, weil ich glaube, dass wir ihm dann den Krieg erklären. Also um Hildebold. Davor hätte ich gerne meine Speerunits auf 34. Und dafür müssen wir jetzt noch Speere produzieren. Aber das sollte jetzt losgehen gleich eigentlich. Ich werde schon mal... Wie viel Eisen haben wir? Wir haben 7 Eisenbarren. Ah, hier. 42 Eisenerz haben wir. 43 Eisenerz. Unser Rennofen ist hier. Wir müssen mehr Rennöfen bauen. Die kommen gar nicht mehr hinterher. Rennofen. Ich baue gleich mal 2. So. So, neue Nachricht. Hab meine Schatzkammer damit. Und dann kommt bitte auch nach Hause. So, Bogenschützen sind schon unterwegs. Ihr seid zu müde zum Rennen. Okay, alles klar. Ja, also das ist jetzt erstmal das Target, ne? Wir pushen jetzt erstmal schön die Eisenbahnproduktion. Stellen wir Speere her. Dafür brauchen wir aber auch Bretter. Aber Bretter haben wir 96. Und wir haben schon 10 Speere wieder. Das heißt, sobald die Unit da ist, wird sie sofort aufgestockt, insofern wir genug Manpower haben. Also genug Männer. So, wird durchnässt. Könnten auch mal überlegen, ob wir... Ach, hier wird es durchnässt. Haben wir hier kein Lager? Klar haben wir ein Lager. In Bärenburg. Das sollten wir aber mal ausbauen, das ist voll. Wir haben noch 2 Familien, die nicht arbeiten, okay. Wie sehen die Bären aus? 24. Ich nehme mal hier... Sammlerhürde, nehme ich mal eine Familie raus. Wir könnten hier mal über einen Förster nachdenken. Ich habe jetzt übrigens auch gelesen, dass die Förster im Winter nicht arbeiten. Das muss man mal beobachten. Habe ich jetzt mehrfach gelesen auf YouTube. So, erweitert. Arbeitsbereich. Macht mal hier so den Bereich, bitte. Ich stelle sogar eine zweite Familie ein als Förster. So, Holzfällerlager haben wir eine Familie. Aber es ist erstmal okay. Wie viel Platz haben wir? Wir haben noch... Ne, wir haben gar keinen Platz mehr hier. Kann ich noch irgendwo upgraden? Hier können wir Wohnraum erweitern. Hier würde ich wahrscheinlich auch Gemüsegarten machen, denke ich. Und hier würde ich auch mal weiter noch eine Familie hinzu. Und hier genauso. Hier sind sie immer noch fleißig am Bauen. Bauholz 40, Bretter 92, Werkzeuge 6. Ja, und Werkzeuge stellen wir hier irgendwo in der Schmiede her. Ja, genau, hier in der Dorfschmiede. Hier machen wir Werkzeuge. Also in der Dorfschmiede kann man tatsächlich nur Werkzeuge machen. In der Hofschmiede, also wenn man so ein Haus baut und dann eine Schmiede drin hat, hier kann man aussuchen zwischen Werkzeuge, Seitenwaffen, Stangenwaffen und so weiter.
Ey, yo, Schwere geht es richtig schnell nach oben. Aber wirklich richtig, richtig schnell. So nach 108 Monate, wie sieht's aus mit Bären? 3. Okay, ich hätte jetzt gedacht, das geht jetzt hier ein bisschen nach oben. Aber ich schau mal. Zufriedenheit 93%. Könnten die Häuser hier dann auch schon mal Stufe 2 bringen? Am Ende will ich die ja wahrscheinlich auf Stufe 3 bringen, denke ich. So. Okay. Ja, ich glaube, das wird dann ganz geil aussehen, wenn die auch Stufe 3 sind, ne? Ich bin nur am Überlegen, ob ich irgendwann die Häuser hier nochmal wegruppe, damit wir hier noch schön dicht mehr Häuser hinbekommen, so am Marktplatz. Aber ich weiß noch nicht, mal gucken. Und genauso kriegen die hier, die kleinen Häuser sind zu weit vom Marktplatz weg. Die kommen noch ganz schwer an Lebensmittel und Bekleidung ran. Ich weiß nicht, man könnte halt überlegen, hier noch einen Weg hinzumachen, dass der Weg ein bisschen direkter ist. Oder wir machen hier vor der Kirche noch irgendwie da einen kleinen Marktplatz, das wäre vielleicht auch eine Idee. Ich mache aber erstmal so. Ich hoffe, das irgendwas bringt. Könnt halt überlegen, ob man hier noch Marktstände macht. Ich probiere es mal. Aber nur so ganz klein. 3, 5, 4. Ich will die Bäume halt nicht vernichten. Ich überlege gerade, ob ich den Weg hier lang ziehe und dann an die Kirche ran schmiege. Ich probiere das mal aus. Und zwar, dass wir den Weg so machen. Und jetzt hier so lang, ohne dass die Bäume weggehen. Wir forsten doch jetzt extra bei uns auf in der Stadt, damit wir dann wandeln, damit es ein bisschen grüner ist. So, und dass wir hier jetzt vielleicht noch machen. Dann sehen wir, ob wir jetzt mehr Platz bekommen. Ja, dann können wir das so schön an die Kirche ran schmiegen. Ja, 7. Probieren wir es mal. So, und wenn die jetzt hier einen Markt machen, ist das nicht mehr so weit weg von den Häusern. Schauen wir mal. Und das ist ja sogar noch ein bisschen zusammenhängend mit dem hier. Das ist eigentlich ganz cool. Schauen wir mal. Den Bauernhof werde ich wahrscheinlich auch nicht ewig hier lassen. Wahrscheinlich kommen hier dann auch nur überall Häuser hin. Mal irgendwann, könnte ich mir vorstellen. Mal schauen. Und das Herrenhaus müssen wir auch noch upgraden. Wir haben auch kein Steueramt mehr, ne? Aber wir bauen gerade so viel auf einmal, das machen wir später. So, sind die Bogenschützen da? Noch nicht. Machen wir kurz mit schneller. Oh. Müssen wir irgendwie ein paar Fotos machen hier von Armee. Ah, die sehen halt total demotiviert aus, verdammt. So. Oh, ich schicke schon mal hier hoch. Genau, ja. Zufriedenheit 98%. Bären eine. Gemüse, also Gemüse ist krass. Und Eier auch. Schaut mal, wir haben 66 Eier. Wenn das da Herr Kahn sieht, ey. Auflösen. So, cool. Aber der Förster bringt ein bisschen was, oder? Also, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten ja gar keine Bäume mehr. Also, der Baum ist neu, die sind alle neu, die Bäume. Ich glaube, selbst hier, das ist auch neu. Sind das Brennnesseln? Das sieht aus wie, ja, das sind Brennnesseln. Die sind auch neu. Cool. Hier die Bäume, weiß ich nicht, ich glaube, die sind auch neu. Die hier auch. Und die sowieso, hier war ja mal alles abgeholzt. Wo habe ich denn hier noch einen Förster? Weil ich hätte hier gerne wieder Bäume. Ich mache mal ein bisschen größer, dass die so den Bereich hier machen. Wobei, oder wir machen hier mit dem Bereich. Jetzt muss ich schauen, ob wir hier irgendwo... Ich dachte, ich hätte hier einen hingebaut. Metzerei. Können wir dann irgendwann auch mal woanders hin machen. Holzfällerlager, Wildbeuterhütte. Also wenn wir hier keinen Förster haben, würde ich hier noch einen hinsetzen. So, ich mache mal hier einen Förster hin. Noch einen. So, und hier würde ich gerne alle Häuser, die geht, schon mal auf die nächste Stufe bringen. Wie das dann aussieht, ey. Hier können wir Stufe 3 machen. Weiß ich noch nicht, ob ich das will. Ich glaube fast nicht, weil das schon so ein bisschen außerhalb ist. So ein klein wenig. Ich würde erstmal wirklich die, die am Kern sind, alle auf Stufe 3 bringen. Das wäre jetzt eigentlich erstmal so die Idee. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bald ein neues Lagerhaus brauchen, ey.
Also wir sind bei 924. Ich glaube, ich baue dann... Wobei, nee, wir haben hier ein Lagerhaus, und zwar hier. Hier ist auch die ganze Holzkohle. Ach ja, genau, ein Holzkohlemeiler wollte ich auch noch bauen. Weil das halt übelst effektiv ist. Moment. Aber ich hätte dann vielleicht noch einen Weg durchgezogen. Oh, so hier. Okay. So, Schwerkämpfer habe ich aufgelöst, ne? Ja, ich glaube schon. Schaut mal. 33 von 36 Schwerkämpfer haben wir jetzt. Moment, das will ich mir eben ausprobieren. Wie groß jetzt die Linie ist, die wir machen können. Okay. Aber wartet mal, dann würde ich, glaube ich, jetzt keine Speere mehr herstellen, sondern entweder Stangenwaffen oder Seidenwaffen. Stangenwaffen-Miliz. Die benutzt auch kein Schild, ne? Ich glaube, ich mache mal Stangenwaffen-Miliz, hätte ich Bock, noch eine Unit zu machen. Das ist einfach Zweihand dann quasi. Allgemein. Stangenwaffen. Da brauchen wir Eisenbarren und Bretter. Probieren wir es mal. So, okay. Unsere Speermiliz sieht jetzt so aus. Da können wir auf jeden Fall schon mal eine Line, also eine schöne Verteidigungslinie machen, dann vor den Bogenschützen. Sehr cool. Das, was ich jetzt echt so cool finde, dass wirklich jeder irgendwie anders aussieht, ey. Ist abgefahren. So, auflösen. So, Zufriedenheit 86%. Okay. Wohnraum 81, Familien. Und 66, okay. Also Wohnraum haben wir jetzt richtig viel. So, hier ist eine riesengroße Baustelle. Aber wir haben 6 Familien, die arbeiten können. Wie sieht's aus mit Ochsen? Die könnten vielleicht mal ein paar zuordnen, ey. Ich würde zumindest hier mal eins zuordnen. Dann hier Holzfällerlager, habe ich dann zugeordnet. Ja, sehr gut. Bauernhaus, kleiner Stall. Ich will jetzt mal einen Ochsenknecht reinknallen. Hier können wir auch mal einen reinknallen zumindest. Ich hätte ja noch gerne ein paar Leute, die helfen jetzt beim Bauen. Ja, das ist diese eine Lage, was hier so weit weg ist. Daran müssen sie echt nur was deichseln. Ich finde, dass diese Mechanik mag ich nicht, dass die einfach Sachen klauen. Nur weil da ein Lager in der Nähe ist. Das finde ich nicht so gut. So, wie sieht's denn aus? Haben wir schon Waffen hergestellt? Ja, wir haben schon 10 Stangenwaffen. Okay, dann würde ich jetzt noch eine Stangenwaffen-Unit starten. Wobei die hier alle noch nicht voll sind. Ich warte mal noch, bis die hier voll sind, und dann würde ich Stangenwaffen-Unit starten. So, jetzt will ich nochmal gucken, wo bauen die denn gerade? Hier sind sie gerade dabei. Ach so, stopp, genau, wir sehen eigentlich unsere Feldarbeit, die wir sowieso kaum betreiben aktuell. Wir machen alles über Gemüsegärten und so. Das haben wir brachgelegt. Hier ist Gerste. Ertrag 35. Ist gar nicht so bad. Boah, ey, wie viel Gerste werden wir dann hier bekommen, ey? Ich freue mich schon. Okay, wir sollten mal kurz ein paar Bauern einstellen. Haben wir hier ein Vieh zugewiesen? Haben wir. Machen wir mal hier 2... Und hier 2. Die müssen an sich nur das Gerstefeld ernten. Ich finde es krass, wie wenig die bisher... Wir haben einfach zu viele Baustellen, glaube ich, gerade. Ich habe sehr viel auf einmal gemacht. Eine Familie haben wir wieder dazu bekommen, das ist gut. Jetzt würde ich nur gerne sehen, dass die Bauern hier... Ja, die sind gerade hier alle beschäftigt. Transportier, warte. Ich mache mal Arbeitsbereich. Die sollen das Gerstefeld erstmal machen. Mach mal hier. Jetzt müssen die eigentlich alle hier rüberrennen, oder? Sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Aber irgendwie gibt es hier so einen optischen Fehler. Weil, ne, Ertrag, das ist das komplette Feld. Also theoretisch ist hier überall was. Das ist irgendein Fehler, glaube ich. Aber 36 Gerste ist gar nicht so wenig, ne? Dafür, dass wir die Fruchtbarkeit so schlecht haben. Aber das ist, glaube ich, die beste Stelle hier noch gewesen.
Also war mal die beste Stelle, jetzt halt nicht mehr. Also müssen wir auch brachlegen. Ich glaube, wir haben nur noch hier haben wir so eine leicht kleine gelbe Stelle, das war's. Ja, genau. So, brachlegen dann bitte. Das ist brach, das ist brach, das ist brach. So, das hier auch brachlegen. Das lohnt sich alles nicht, ey. Das auch brachlegen. So, dann würde ich jetzt hier mal auf eine Familie gehen. Und hier gehen wir auch auf eine Familie. So, jetzt haben wir 10 Familien, die über sind. Die können jetzt erstmal hier alles bauen. Ich lasse jetzt erstmal alles fertig bauen und dann wird weiter hochgestuft und so, würde ich sagen. Und dann werden wir jetzt bald Anspruch erheben auf das Gebiet. Dann bin ich mal gespannt, was passiert. Ob wir dann auch instant attacked werden dann? Vom Hildebold? Mal gucken, ey. Der Hildebold wird auf jeden Fall, denke ich, ein anderes Kaliber als die Banditen. Den Stuff abholen. Wir können große Speicher noch mehr einstellen. Transportiert, 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 transportiert. Ja, okay. Ich mach mal kurz 3 Familien hier rein, dass die hier alles einsammeln. Ist vielleicht auch gerade wegen der Ernte oder so, ich weiß nicht. So, und Holzkohlemeiler ist auch ready. Ich stelle mal hier eine Familie ein. Ich lasse das erstmal so. Okay, jetzt bauen sie aber richtig hier. So, und rein theoretisch. Mir wurde gesagt, Forsthaus funktioniert nicht im Winter. Das will ich mal eben anschauen. Forsthaus haben wir hier eins. Person. Transportiert. Geht nach Hause, transportiert, geht nach Hause, geht nach Hause, geht nach Hause, holt Wasser. Also wenn keiner anpflanzt, dann können wir die rausnehmen, wenn da die Förster... Hat halt irgendwie auch Sinn, ne, dass die das im Winter nicht machen. Okay, Förster scheint nicht zu gehen. Nehmen wir die mal raus. Müssen wir nur wieder dann einstellen, ne? So. Hey, es ist voll gut, wie sich das hier... Warte mal, ich muss mal eben ganz kurz hier... Als Lord vorbeischauen, wie jetzt schon meine Innenstadt aussieht. Ja, guck mal hier. Das ist, glaube ich, Packstation. Ich glaube, das war mit dem Esel, auch wenn es ein bisschen wie ein Pferd war. Ah, okay, also das ist schon cool hier. So, hier der Marktplatz, hier die Kirche. Ey, und wenn da noch eine 4. Stufe dazukommt, ne? Dass man die Häuser noch krasser ausbauen kann hier. Und dann das Herrenhaus auch irgendwann noch eine nächste Stufe. Und dann die Kirche noch eine nächste Stufe. Das wird fett. Ich scheine auch gerade gut Bier zu produzieren, ne? Ich sehe viele Fässer am Rollen. Hey, hier sehen wir sogar, wie viel wir gerade auf Vorrat haben, hä? Ja. Okay, wir haben 3 Fässer. Und die Leute sitzen sogar hier. Wenn auch noch nicht, wenn auch ein bisschen deplatziert. Diese Schneesäuren, wenn die hier im Schnee laufen, ey. Ey, hier sind richtig viele Fässer, die gerade reingehen. Ha. Da auch, da kommt das nächste. Als würde man sich für den Winter vorbereiten. Sehr gut. Wir haben wieder hier 4, die frieren. Sind es wieder unsere Leute aus dem Herrenhaus, die nicht mehr zugeordnet sind? Weil wir hatten ja mal das Herrenhaus. Ah ja, genau, apropos Herrenhaus. Lasst mal das Steueramt wieder bauen. Mauer oder so würde ich mich wahrscheinlich erstmal zurückhalten. So, das bauen wir noch fertig und dann würde ich, glaube ich, jetzt das Gebiet beanspruchen. Ich gründe schon mal... Jo, die sind jetzt auch alle voll, die wir haben. Ich mache jetzt mal Stangenwaffen-Miliz. Okay, haben wir schon 26. Das heißt, wir können dann eigentlich auch Stangenwaffen bald traden. Große Schilder haben wir 97, lul. Das würde ich mal stoppen wollen. Weil die Bretter können wir auch für andere Sachen gebrauchen. Ah, deswegen Minus, weil, wisst ihr was? Weil ich eine Warenüberschussrechnung angemacht habe.
mache mit Warenüberschuss das angenehmer. Wir müssen den Schreiner finden. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich den habe. Ja, hier Tischlerei. Wir können Holzteile produzieren. Jetzt ist die Frage, wofür sind Holzteile? Pausieren. Damit wir die wieder ein bisschen Bretter ranbekommen. So, wie viel haben wir denn aktuell? Prägegrube, würde ich mal 2er einstellen. So, Leute. Der Moment ist gekommen. Wir probieren das jetzt aus. Wir werden jetzt dieses Gebiet hier beanspruchen. Lass das mal ausprobieren, erstmal über Diplomatie. Hildebold von Bärenreuth. So, ihr habt keinen rechtmäßigen Anspruch auf Selbitz und Hofstetten. Und Hofstetten ist ja das, was bei uns angrenzt, was wir wollen. Wupp. Verschicken. Verhandeln. Wir brauchen Silber. Erklärung. Oh, wir können ihm auch hier den Krieg erklären. Ich sage erstmal nur, ihr habt keinen rechtmäßigen Anspruch. Briefwunder verschickt. Okay. Cool wäre, wenn es jetzt hier irgendwo ein Bote gäbe oder so. Aber, ja gut. Ich mache mal kurz ein bisschen schneller, mal gucken, ob wir irgendwann eine Antwort kriegen. Ich warte mal eben noch, ob er irgendwann antwortet. Ich glaube, er ghostet mich. Ich fände es halt nur lame, wenn wir jetzt einfach das Gebiet mit den 2000 Einfluss beanspruchen und dann passiert nichts. Also dann gibt es keinen Krieg oder so. Wir bauen uns nochmal den Turm wieder auf, aber ja, eigentlich haben wir ja vor allem hier das Steueramt gebaut. Ey, ich glaube, der ghostet mich, der Typ. Ich habe einfach... Guck mal, das ist ja nur Phrasendrechen. Mehr habe ich ja nicht gemacht. Erklärung. 500 Einfluss kostet das. Verschicken. So, ich habe jetzt die Feindschaft erklärt, weil er mich ghostet. Aber das Gebiet kann ich jetzt trotzdem, glaube ich, nur einnehmen, wenn ich das mit Einfluss beanspruche. Und jetzt haben wir nicht mehr genügend Einfluss dafür, weil ich ihm den Krieger erklärt habe. Okay, mal gucken. Also ich würde es mal ausprobieren. Ich würde mal eine Unit dahin schicken. Ich glaube, da passiert nichts. Aber wir testen es mal eben aus. Können wir uns gleich mal die Stangenwaffen-Dudes anschauen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall Krieg mit ihm. Das bedeutet, mal gucken, ob er irgendwann mal auf die Idee kommt, uns zu attacken oder so. Mal schauen, ey. So, meine Units sind auf jeden Fall auf der Seite von dem Gebiet. Aber, ja, ich kann halt hier nichts machen. Hier ist halt nichts, ne? Ist ja auch keine Stadt oder irgendwas, die ich attacken kann oder so. Und es ist auch kein Balken, das ich jetzt füllt. Von daher würde ich eher sagen, geht mal zurück. Wir könnten das Banditenlager noch einnehmen, dann hätten wir wieder 2000 Einfluss. Und dann könnten wir das hier beanspruchen. Ich hoffe nur, dass er uns irgendwann auf die Idee kommt, uns anzugreifen oder so. Ansonsten fände ich das doof. Schauen wir mal. Das ist, Steueramt ist fertig. Lasst mal eine Sache ausprobieren. Und zwar können wir ja Zehend. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Die Kirche erhält einen Anteil der überschüssigen Nahrung und steigert im Gegenzug euren Einfluss. Also wir geben der Kirche Nahrung und kriegen Einfluss gegen wir dann dafür. Das will ich mir eben ausprobieren. Ich würde der Kirche mal so 10% geben. Machen wir 20. Mal sehen, wie lange es dauert, bis der Einfluss irgendwie mal um 100 höher geht. So, na, ich löse es wieder auf. Gut, Leute. Ich würde mal hier die Häuser jetzt auf Stufe 3 bringen. Wir brauchen immer noch Bretter. Bauholz haben wir genug. Bretter müssen wir jetzt ein bisschen geduldig sein. Wir könnten theoretisch anfangen, Bögen mal ein bisschen weniger zu produzieren. Aber nee, wir müssen einfach die Bretterproduktion ankurbeln. Jetzt überlege ich noch, ich mache mal eine zweite Sägegrube. Und zwar, hier haben wir ein Holzfällerlager, dann brauche ich hier noch eine Sägegrube hin. So. Und jetzt machen wir mal ein bisschen schneller. So, Sägegrube.
zwei Leute einstellen und Ochse zuweisen. Wir könnten hier auch vielleicht mal einen Stall hinbauen. Ist ja, glaube ich, auch nicht so blöd. Aber das ist sowieso eine gute Idee. So, und jetzt, ja, wir müssen Bretter sammeln. Bedürfnisse nicht erfüllt. Wir haben kein Bier mehr. Ich mach mal Gerste auf 30. So, okay. Wir haben 100 Einfluss bekommen. Die haben wir jetzt bekommen wegen C-Hand. Also, spricht mir das so aus? Deswegen haben wir die bekommen. Ja, geil. Dann kann ich mir das ja sparen mit den Banditen angreifen wahrscheinlich. Muss nur gucken, dass die Nahrung reicht, ne? 20% geht man der Kirsche. Aber ist cool, dann haben wir jetzt dadurch ein passives Einkommen. Genauso. Und ich glaube, das wird jetzt ringsrum sehr waldig. Gleich. Das sieht toll aus, ey. Schaut mal. Schön, 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 schön. Ich kann fast schon sagen, dass hier zu viele Bäume sind. Ah, das ist ja Blasphemie. Die Häuser werden wir jetzt auch noch... die können wir Stufe 3 bringen. Let's go. So, jetzt haben wir die Ressourcen nicht. Oho, aber das sind Banditen. Haben wir mal ein paar mehr Banditen. Macht euch bereit. Das ist gerade so richtig stimmungsvolles Wetter für eine Schlacht. Es könnte sich für euch lohnen, all eure Ansprüche zurückzuziehen. Zeichnet und in meinem Namen gesiegelt, Hildebold. Zurückschreiben. Haha, geil, okay, es geht ja doch hier ein bisschen in die Tiefe. Wartet mal. Für einen solchen Preis vermag ich auf meine Ansprüche zu verzichten. Meine Ansprüche sind nicht verhandelbar. Cool. Ja, sind halt nur andere Zeiten. Das dauert halt ein bisschen, bis die E-Mail ankommt, okay. Na gut, wir gucken mal, wohin sich das noch entwickelt. Vielleicht können wir ja doch hier das einnehmen, ohne das zu beanspruchen mit Einfluss. Weil das fände ich halt cool, wenn das ginge. So, okay, jetzt sammeln sie sich. So, Leute. Ich stehe übrigens falsch rum. Ja, okay. Eine Taube hat mir geflüstert, dass so ganz viele Banditen kommen. Vor Bärburg. Die wollen die Bären klauen. Let's go. Ey, bei so einer Rede wäre ich sofort wieder nach Hause gegangen. Feuer frei, Feuer frei, Feuer frei, standhaft. So, wir schießen schon. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die könnten auch auf mein Gefolge gehen. Ich geh mal erstmal mit denen hier hin. Ist der Pfeilhagel. Sehr geil. Oh oh. Oh oh. Okay, Ansturm. Ich komme echt von der Seite, Alter. Drauf. Oh, die gehen echt auf meine Bogenschützen von der Seite. Was geht? Okay, die haben wir schon mal. Macht mal ausgewogen. Ach damn, hier sind ja auch noch welche. Haben wir aber auch, okay. Das war lucky. So. Okay, die eine Junge da noch.
Schade, ich hätte mir gern ein bisschen mehr von der Schlacht angeguckt, aber es war so ein Chaos, dass ich ein bisschen korrigieren musste. Aber wir haben es geschafft. Regionsvermögen 2000 sieht auch gut aus. Bern. Oho, 65. So viel hatten wir ewig nicht mehr. So, wie viele Bretter haben wir? Huhu! 200. Okay, das ging jetzt sehr schnell nach oben. Krass. So, ich würde auch hier Stufe 3 draus machen. Und hier. Hier haben wir die Melzerei. Ich glaube, ich fände es cool, wenn hier auch noch Häuser wären. Und die Melzerei machen wir woanders hin. Also, genau genommen werden ja die Gerstefelder dann hier stehen irgendwo. Da würde ich fast sagen, wir machen die Melzerei hier hin. So. Hä, hey, voll cool, dann können wir hier Wald pflanzen. Moment, Förster. So. Bupp. Und die Melzerei würde ich wegreisen. Hier haben wir auch den Handelsposten und so. Das macht schon Sinn, wenn die hier irgendwie ist. Und so hier. Und hier würde ich, glaube ich, dann irgendwann noch der beste Preußer hinbauen. Aber vielleicht lasse ich die sogar auf Stufe 2 dann. Das muss ich mir überlegen. Und auch hier das Bauernhaus und den ganzen Stuff könnte ich mir auch vorstellen, dass ich hier zumindest irgendwie hätte ich vielleicht noch Häuser hingesetzt. Mal gucken. Muss mal schauen. Gerade weil hier ja auch noch Marktplatz entsteht vielleicht irgendwann. Dann wäre ich dafür, dass wir hier noch ein Haus hinsetzen. Ich überlege nur. So. So. Den Busch machen wir weg. Geht nicht. Ja, ich muss so mal bauen. So, und hier müssen theoretisch bald überall, genau. Jetzt hier werden überall Bäume gepflanzt. Wobei ich so eine große Wiese auch mal schön finde, muss ich sagen. Es hat auch was. Aber die Bäume können wir immer noch fällen, wenn wir dann wollen. So, Metzerei ist fertig. Haben wir Gerste? Haben wir. So, ich ziehe direkt durch, ne? Wir gehen ja direkt auf Stufe 3 bei den Häusern. Hey, yo, das macht sich gut hier. Schön. Das wird gut. Wir haben mal wieder schönes Wetter, sagt man dazu. So, weiter machen wir gleich. Erstmal Stufe 3. Hä? Schaut mal, wie grün das jetzt hier geworden ist, Alter. Schon. Weil ich, wie gesagt, sagen muss, so ein bisschen Wiese ist halt auch ganz geil, ne? Ich lasse die Masten hier pflanzen, aber vielleicht fällen wir das dann alles wieder. Mal gucken. Ja, trotzdem krass. So ein bisschen Wiese ist auch mal schön. Könnte halt auch mal eine Weide bauen, ne? Ich glaube, ich probiere das mal. Ach ja, Schafe! Wir könnten uns Schafe holen, Leute. Das würde ich wohl machen. Also die Mine können wir uns dann immer noch leisten. Wir haben ja 2 Skillpunkte. So, ich habe mir Schafe geholt. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt funktioniert, ne? Wahrscheinlich über den Viehhändler. Wir können Lämmer holen, Schafe holen. Pferde. Importieren. Gewünschter Überschuss. Wir fangen mal an mit 6 Stück. Wir haben so viel Geld, wir holen gleich 10. Und jetzt eine Weide bauen. Ich werde hier wahrscheinlich eh nichts mehr machen. Huch. Und hier genauso. So, Gebäude, Weide. Jetzt überlege ich noch, ob ich das so ein bisschen individueller haben möchte. Und das kriegt man halt hin, indem man noch Wege ringsrum baut davor. Oh, so am Wald lang hier, wartet mal.
So, das wird die Schafskoppel. Weide. Ich hoffe, ich darf die so groß machen. So. Hab eine Weide gebaut. Hier ist Platz für 75 Tiere. Oh, wir brauchen hier erstmal Angestellte. Ich hol mal zwei ran. Lemon. Zwei Lemon. Importiert Vieh. Also wie es aussieht, geht er jetzt zum Handelspunkt und holt Schafe. Ja, ja genau so. Also die gehen jetzt, ich weiß gar nicht wohin. Ich würde halt schätzen zu diesen Punkten, zu diesem blauen da. Handelspunkt, Handelspunkt, wahrscheinlich da gehen die wahrscheinlich hin. Krass, die schwärmen übelst aus, Alter. Schaut mal hier. Also überall, wo die gelbe Linie ist, ist gerade irgendein Mitarbeiter vom Viehhandelsposten. Muss ich jetzt nur irgendwie eine Weide, das ein Bauernhaus zuordnen oder so? Schafzucht. Okay. Arbeiter sammeln Wolle von weidenden Schafen. Das Ding brauchen wir. So, wo ist denn das Schaf jetzt? Ist das schon da? Da ist es! Oh Mann. Komme ich da nicht rein? Ich kann ja nicht springen. Ich glaube, hier ist kein Angel. Da ist es. Okay, es kommt zu mir. Hä, hey, aber es ist auch übelst, ist die schönste Weide auf der Welt, Alter. Oder? So, und am Ende haben wir dann Platz für über 70 Schafe. Und danach brauchen wir die Weberei, aber die haben wir eigentlich schon. Ah, sehr gut. Und hier können wir dann daraus Garn machen, glaube ich. Ja. Und dann können wir dann in der Schusterei, in der Schneiderei, nicht nur Schusterei, können wir aus Garn und Färbstoff im Mäntel herstellen. Ich baue mal noch eine Schneiderei hier hin. Idealerweise ist zu wenig Platz. Hier würde gehen. Gut. Das ist nicht so weit weg, so okay. So, Schneiderei ist fertig. Mäntel. So, damit wir aber Mäntel bekommen, brauchen wir noch Farbstoff. Aber wir kriegen jetzt echt langsam gut Bären rein. Wie sieht's aus mit Werkzeuge? Zum Traden? 13. Hier ist Werkzeuge eingestellt. Wie sieht's aus mit Eisen? 14 Eisen, 2 Eisenbahn. Dann würde ich sagen, wir hauen in den Rennofen nochmal zwei Leute rein. Und hier nochmal ein. Die Abbaugrube. Dann machen wir nochmal wahrscheinlich deutlich mehr Werkzeuge. Und falls wir sehen, dass wir Eisenbahnüberschuss haben, bauen wir einfach noch eine Schmiede. Oder, ja, genau. So, wie sollen wir jetzt aber erstmal das hier fertig bauen? Und guck mal hier, die haben jetzt hier schon Marktplatz, zumindest den Boden angepasst. So. Okay, Schafzucht fertig. Ich würde erstmal eine von mir einstellen. Wartet, wartet, beschafft Ressourcen. Ich glaube, das war eben noch ein Bauarbeiter. Oder so. Oha, wo rennt der denn rum? Also ich will jetzt auch sehen, dass die Leute hier auf der Weide rumrennen. Das wäre cool. Schau mal, wie viele das jetzt plötzlich sind. Okay, wir haben ein paar mehr Schafe importiert. Arbeitsbereich zuweisen konnte ich nicht. Oder? Nee. Aber ja, oh, jetzt, jetzt, jetzt. Schaut mal. Funktioniert. Also die von der Schafzucht, die rennen jetzt hier in der Weide rum. Sie hat anscheinend auch schon Wolle dabei.
Theoretisch müssen wir auch noch ein paar Lämmer bekommen. Und auch so sollten die jetzt ja bald Lämmer machen, ne? Cool. So, jetzt Farbstoffe müssen wir noch machen. Bären, 100. Färberei, stellen wir 2 ein. Was halt richtig cool wäre, wir machen jetzt ja solche Umhänge, ne? Ich fände es ja übelst cool, wenn wir das auch sehen würden. Also sobald die das anziehen, dass sie dann wirklich solche edlen Mäntel da noch tragen würden. Mal gucken. Ob die sich dann optisch verändern oder nicht. Denkt bitte an den Daumen, denkt bitte an Feedback, ne? Support wäre übelst nice. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf eure Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, ne? Wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Macht's gut, ne? Bis zum nächsten Mal.